Hallo, ich bin Lars von Swing und ich möchte euch heute unseren neuen Everest Hike and Fly Packrucksack für Gleitschirme vorstellen. Entwickelt haben wir den Rucksack nicht für Leichtfetischisten, sondern ja, für Leute, die gerne Hike and Fly betreiben, gerne auf den Berg laufen, aber den Rucksack eben auch für den Alltag verwenden wollen. Das heißt, das Material ist vergleichsweise robust. Der Packsack an sich ist vergleichsweise günstig, erfüllt aber für die allermeisten Unternehmungen souverän seinen Zweck. Wir haben ein bisschen was zu essen dabei, Sonnencreme, Helm und alles, was man sonst so zum Fliegen braucht. Und das ist der Everest 75. So, wenn mal jemand etwas mehr dabei hat oder ein voluminöseres Gurtzeug, haben wir noch ein Helmnetz, welches man außen auf der Deckeltasche an drei Punkten fixieren kann. Wer vielleicht keine dreifach faltbaren Stöcke zur Verfügung hat, sondern nur zweifach faltbare, hat hier natürlich auch noch die Möglichkeit, Wanderstöcke zu fixieren, statt in dieser flexiblen Tasche. Wenn ihr verschwitzt nach einer ausgedehnten Hiketour am Gipfel angekommen seid und ihr habt Wechselwäsche dabei, haben wir hier ein großes Staufach mit einem Netz, das atmet also, wo man verschwitzte Sachen reintun kann oder wahlweise natürlich auch noch zusätzliche Kleidung. So, wenn ihr den Rucksack aufgesetzt habt, habt ihr hier die Möglichkeit, überschüssiges Material zu verstauen oder eben auch ein Müsli-Riegel noch in diese Taschen reinzutun. Die Brustschnallen sind doppelt ausgeführt. Wem das zu viel ist, der kann die hier aushängen oder aber auch in der Höhe unterschiedlich einstellen nach Belieben. Die Schultergurte werden von unten zugezogen und nicht, wie man es vielleicht gewohnt ist, von hier oben. Und zum Schluss zieht man den Rucksack hier oben noch bis an den Rücken ran.